Ja, wieder ein Beitrag von meiner Seite aus zu einem Kopfhörerpaar, was ich denke inzwischen ein Klassiker geworden ist. Sennheiser ist seit Jahrzehnten der große Bekannte, der interessante Anbieter. Und Sennheiser macht nicht nur für jeden etwas, sondern eben auch für die besonderen Ansprüche. Mit Sicherheit dazugehört seit einigen Jahren, ich denke seit 5, 6 Jahren, dieses Paar, nämlich das IE 800, will ich mal hier so in die Kamera halten. Und dieses IE 800 Paar hat ja etwas ganz Besonderes, denn es ist nicht nur für die besonderen Ansprüche gemacht, sondern es ist auch ein ganz besonderes Leichtes in ihr Paar, was sich hören lassen kann. Denn es überrascht schon gewaltig, wie man auf so engem Raum einen Kopfhörer bauen kann, der wahrlich Größe beweist. Im Inneren dieses Kerns, dieser Hülle sozusagen, die aus Keramik gemacht ist. Keramik hat eine ganz andere Reaktion auf Schall, ist sehr viel fester als Holz beispielsweise oder Titan oder Aluminium, wie es oft verwendet wird, oder Kunststoff bei den ganz einfachen Varianten, sondern diese Keramik ist so hart gebaut, dass sie einen zu massiven Rückwurf der Frequenzen und damit ein Hin- und Herschallen innerhalb dieses Klangraumes vermeidet und diesen dann ganz klar herausbringt. Das ist ungefähr so wie beim menschlichen Auge, was von innen schwarz ist, weil dann im Inneren des Auges Reflexionen vermieden werden. Und hier im Inneren dieses Klangraums, dieser IE 800, werden also dann Reflexion ebenso vermieden, die dann ganz klar nach außen gebracht werden können. Außerdem ein ganz interessantes zusammengebautes Treiberkonstrukt, was dafür sorgt, dass sich dass der Schall sich nicht gegenseitig stört, sich nicht gegenseitig aufhebt, sich nicht aufschaukelt und dann auch bei sehr klarer, massiver Belastung trotzdem ja klirrfrei oder nahezu ohne Klirren nach außen gebracht werden kann. Das geht gerade bei tiefen Tönen sehr, sehr schnell, wenn beispielsweise aus demselben Klangraum Tiefen hervordringen sollen und Höhen, da reißt es bei den meisten Kopfhörern dann schon wieder ab. Das Spannende ist eben, dass es Sennheiser gelungen ist, auf einem eben noch kleineren Raum, als es vielen, vielen anderen überhaupt gewagt haben, einen guten Klang zu konzipieren. Shure macht das ganz offen und ja, ganz, ganz sichtlich, offensichtlich mit verschiedenen Treibern, die man von außen sehen kann oder zumindest man weiß, dass sie drin sind, 3 oder 4 Stück oder die einfachen dann eben 2 Stück zumindest. Und da wird das alles sehr klar getrennt. Und die packen das zusammen und bekommen es dann also hin, dass aus einer Richtung der Schall produziert wird. Das ist etwas sehr Interessantes und, wie ich meine, Umwerfendes in der Bauart. Ich glaube, wird so nicht wiederholt. Ja, wir gucken mal hier in diese Packung rein. Ich mache jetzt kein Unboxing, aber mir geht es mehr um den Klang. Trotzdem gucken wir mal in die Packung rein. Das haben die hier alles sehr, sehr schön gemacht. Ich mag die Tasche sehr gerne und ich bin immer dabei beim Riechen. Ist die Tasche aus Leder? Und wenn sie es nicht ist, sollte man skeptisch sein. Warum ist sie nicht aus Leder? Sie muss aus Leder sein. Ganz wichtig für mich. Dann haben die hier nett verpackt auch ein paar Dinge, ja, diese Teile hier und dann noch ein Reinigungsinstrument und ja, und das war's. Also es ist nicht ganz so viel jetzt drin. Ich hätte fast noch gedacht, dass ein bisschen mehr dabei ist, was man doch verwenden könnte, wie bei den IE 800. Das habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, mit euch angesprochen. Nein, nicht die IE 800, sondern die SE 846, so heißen die von Shure. Da gibt es ja noch so eine Röllchen mit dazu, wo man, die man einschrauben kann, um dann andere Klangeffekte zu erzeugen. Das, meine ich, wäre bei guten Kopfhörern, die
mehrere hundert Euro kosten, schon naheliegend. Und ich weiß, es gibt also auch einfachere Anbieter, die das auch schon beginnen, mal so da sich vorzutasten. Insofern wäre das vielleicht für Sennheiser gerade naheliegend. Ja, ich mache das mal hier zusammen. Und dann soll das mal passieren. Ich finde, ich mag die ganz gerne, diese Kopfhörer, weil sie ja, doch sich auch für den Alltag gut eignen. Man kann sie gut zusammenpacken, sehr, sehr klein zusammenpacken. Vor allem, das ist mir wichtig. Und man kann sie ja fast so in die Tasche stecken. Ich finde so eine Tasche hier relativ unpraktisch. Ich weiß, sollte man machen. Man soll das Kabel groß zusammenrollen. Aber gut, es ist einfach auch im Wege. Und da finde ich diese Gürteltaschen sehr gut, die angeboten werden. Die sind vielleicht nur halb so groß. Die kann man dann so halb so groß nehmen. Und da kann man das dann auch sehr gut zusammenlegen und hineinpacken. Sich an den Gürtel schnallen vielleicht, wenn das für euch vorstellbar wäre. Wenn es sich in der Hosentasche landen soll, meine ich. Und dann sind das eigentlich ganz, ganz gute, so, ganz gute Varianten. Jetzt gucke ich mir die hier nochmal an. Ja, ich will sie euch nochmal kurz zeigen. Also, so sehen die hier aus. Ich finde das ja optisch erstmal ganz, ganz angenehm. Das muss ich so sagen. So von der Form her ist es sicherlich auch sinnvoll. Vielleicht wollen die das auch so. Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, wenn ich die so anfasse, rutschen mir die durch diese Keilform immer wieder aus den Händen. Das mag ich nicht so gerne. Gut, man muss ja nur nicht so doll zudrücken. Aber ich bin der Auffassung, das sieht man hier schon ganz, es ist also relativ leicht. Und dann, jetzt muss ich wirklich gucken, dass man die dann vielleicht dann nicht so hier anfasst, wie ich es getan habe, sondern vielleicht mehr unterhalb, also da, wo der Ansatz ist, dass man sie da anfasst. Ja gut, auch eine Möglichkeit. Ja, ich mache die mal ins Ohr, super klein, gegenüber den ja, von Shure, die 846er und das mal ganz direkt daneben die IE 800. Das ist ja nochmal ein richtiger schöner Vergleich. Da weiß man, was Sennheiser auch, oh ja, da weiß, was Sennheiser geleistet hat. Denn natürlich, je mehr Raum wir haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir natürlich auch, einen vernünftigen Klang zu erzeugen. Ich hatte vorhin noch mal mir einfache Kopfhörer genommen, größere, solche On-Ear-Kopfhörer. Die habe ich ein bisschen zerlegt und weil die hatten, dann war das, da war das, war der Schaumgummi schon kaputt. Und ich habe die mal nur so aufs Ohr gelegt, also ohne Schaumgummi, weil der Schaumgummi einfach, der war hinüber. Und der Klang war hervorragend. Na klar, da waren nicht mehrere Treiber drin. Das war ein richtig guter dynamischer Lautsprecher drin. Mit einer tollen Membran und hat einen wunderbaren Klang erzeugt. Ich bin sehr überrascht. Die Dinger kosteten vielleicht vor vielen Jahren mal 50, 60 Euro. Und natürlich ist es leicht, mit großem oder relativ leicht, mit viel Raum auch einen relativ guten Klang zu erzeugen. Aber je kleiner das wird, desto interessanter. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Also ich möchte jetzt nicht dringend, nicht unbedingt diese IE 800 von Sennheiser mit den Schuhe vergleichen, aber ein bisschen schon, weil es geht schon auch um eine gewisse Preisklasse. Also wie gesagt, 699 Euro kosten die, glaube ich. Der Nachfolger kostet knapp 1000 Euro, die IE 800S wird ein bisschen was verändert, was ich Wahnsinn finde, war für mich nicht interessant. Muss ich sagen, nö, geht mir zu weit. Aber hier gehe ich jetzt mal ran und höre die mal mit euch gemeinsam an. Ich habe heute einen etwas anderen Klang vorbereitet für euch, damit ihr also auch ein bisschen mithören könnt, was ich mir hier so erlaube oder was ich hier höre. Ihr könnt also parallel mithören, was ich mir jetzt hier anhöre. Von dem, was ihr hört, höre ich nichts. Ich schalte das mal kurz an. Und ja, wir gehen mal hier zu Kraftwerk, eine gute alte Band aus den eigentlich 70er Jahren, die elektronische Musik gemacht haben. Ich finde die heute noch gut. Und es gibt einiges, was sie zu bieten haben, was auch remastert wurde und vom Klang entsprechend auch an die heutige Zeit angepasst wurde. Ich gehe mal so ein bisschen hier rein und ihr könnt ja schon mal jetzt hören. Wahrscheinlich hört ihr es schon eher. Ich höre gar nichts, was ihr hört. Und jetzt gehe ich mal ran.
Ich habe mir übrigens hier noch einen Verstärker angeschlossen. Dieser Verstärker sorgt dafür, dass die wirklich auch lauter werden. Also hier so ein Fio-Verstärker. Ich mache den mal hier so, ja, Fio A5. Sehr gut, 800 Milliwatt und der bringt ordentlich Kraft. Lauter. Ja, das kommt hier erstmal ganz gut an. Jetzt gehe ich hier nochmal rauf und ihr wisst, wo ich dann immer gerne nochmal drauf gehe. Das ist der sogenannte Tri-Boss, also eine intensive Basswiedergabe. Gehe ich mal gleich rauf. Ja, ungefähr könnt ihr es euch vielleicht so vom Klang her vorstellen, was ich hier höre oder welche, ja, womit ich mir hier eine Vorstellung mache von diesen Kopfhörern. Nun habe ich gerade nochmal ganz zum Schluss erst nochmal auf den Bass gehört. Also es ist ein Wunder für mich, dass ein solch kleinst Klangkörper solche Klänge erzeugt. Das ist unfassbar. Ich muss sagen, das ist groß. Und das hört man übrigens auch. Also wer jemals irgendwie auch Fälschungen von diesen Leuten hier in der Hand hatte, der lacht sich tot darüber. Der weiß, was man dann so bekommt. Ich habe solche Dinger schon mal gesehen. Und da muss man einfach nur mal reinschauen, was da drin steckt. Das ist einfach verführerisch. Es ist eben genau nicht der Klangerzeuger, sondern es ist ein irgendwas anderes, dynamisches, wo man dann einem noch irgend so ein Ersatzteil da vorne reinsteckt, nämlich so einen ausgeglichenen, ausbalancierten Treiber, der da so ein bisschen auch noch Höhen reinbringen soll. Also das ist genau der Punkt. Man bekommt eben genau nicht diesen Sennheiser-Klang, wenn man sich eine Fälschung kauft. Also da immer schön aufpassen. Zurück zu Sennheiser. Die wissen schon, wie sie was gemacht haben. Das ist, wer einfach einen Kopfhörer beihaben möchte, der, ich glaube, nahezu das Beste kann. Ich weiß nicht, wie die 800S aussehen und was sie machen können. Vielleicht sind die nur noch mal in den Höhen besser oder noch mal klarer, brillanter. Alles das mag sein. Hier glaube ich, für diesen Preis ist man sehr, sehr gut versorgt. Und ich meine, auch wenn ich jetzt den 800S nicht gesehen habe, ich würde nicht einfach so 300, 350 Euro mehr ausgeben dafür, dass da eine Kleinigkeit verändert wurde. Das würde ich weniger begreifen. Da hätte ich jetzt nicht so den großen Drang danach, mir solche Kopfhörer zu kaufen. Wenn sie natürlich günstig wären bei eBay irgendwo und man weiß, es sind Originale, dann kann man das natürlich machen, keine Frage. Aber ansonsten bin ich mit diesen Kopfhörern hier wirklich ganz glücklich. Ich habe die also, ich sag mal, jeden zweiten, jeden dritten Tag im Einsatz. Ich habe ja nur mehrere Kopfhörer inzwischen. Einige davon schicke ich wieder retour, aber die meisten, die mir gefallen, behalte ich. Und einfach auch deswegen, weil jeder Kopfhörer seine Stärken hat und weil jede Musik, die man sich einspielt, dann auch mit speziellen Kopfhörern besser gehört werden kann. Das hier ist jedenfalls ein Kopfhörer, der kann Höhen, der kann Mitteltöne, der kann
auch gute Tiefen. Die Tiefen vielleicht nicht ganz so souverän, wie ich es gerade gehört habe hier bei dem Triboss. Da kommt er, ergibt er den, da gibt er den Klang wieder auf jeden Fall, ist aber nicht in der Lage, ihn so massiv, so souverän wiederzugeben. Das muss ich sagen, das kann er nicht. Aber ich weiß, welcher Ton gemeint ist, den gibt er dann auch wieder. Und man kann ja auch mit dem Equalizer entsprechend, den man sich herunterladen kann fürs Handy, kann man sehr gut auch nachregeln. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Man kann ihn also, dass man den Bass nur so leicht andeutet, dann kommt der hervorragend klar und der Rest des Tons ist souverän vorhanden. Ich meine, das sind Kopfhörer, die für mich, was das Geld angeht, in jedem Fall empfehlenswert sind. Wenn so viel Geld vorhanden ist und man sagt, ja, das will ich jetzt gerne investieren, ich will es aber ganz klein haben und ich möchte die jetzt nicht irgendwie dann erstmal ums Ohr rumwickeln und dann so reinstopfen und sowas, sondern die sind wirklich ganz schnell im Griff. Man nimmt sie und packt sie sich hier rein und die halten auch relativ gut. Also, weil sie einfach auch ja, so leicht sind, das Kabel ist recht leicht, da kann ich mit leben, das ist in Ordnung. Ich meine, dass man hier alles dran hat, was man braucht, einfach auch, weil es sehr, sehr klein ist. Hier kann man das noch ein bisschen so abnehmen, so rausnehmen. Was das dann heißen würde, ja wahrscheinlich, dass man dann noch ein anderes Zwischenteil einbauen kann. Vielleicht irgendwas in Sachen Bluetooth oder dann mit einer MMCX-Steuerung. Das wäre dann noch mal ganz nett. Sowas kann man vielleicht noch mal schauen, wo man sowas herbekommt. Aber ansonsten sehr stabil, sehr gut gemacht. Ich finde das also wirklich ringsherum eine gute Geschichte. Also es ist ein sehr schönes Ohrhörerpaar, was ich gerne mag und was ich bewundere. Und ich mag ja so Technik auch, gerade so akustisches. Und da glaube ich, ist das hier in jedem Fall eine Empfehlung wert. Wer ganz viel hören möchte, nicht so viel Platz hat, nicht so viel Aufwand treiben möchte. Und ich glaube einfach auch souverän, ohne nochmal nachzufragen, was gibt es noch mal Besseres oder Sonstiges. Man hat hier, wie ich meine, das Beste. Es gibt immer Teureres, immer nochmal Hochwertigeres. Ich sage das immer wieder, auch zum Thema Shure 846, was viele hier als die Königin ansehen. Sage ich, nein, sicherlich nicht. Nicht die Königin, es geht noch besser. Aber ich würde immer sagen, solche Sachen können viel, viel mehr. Auch in Bezug auf die Größe. Wenn ich mir das hier ansehe, zum Beispiel hier diese Monolith M300, ich habe die bei auch schon vorgestellt beim letzten Mal. Hier ist übrigens einer ausgefallen, was ich schade fand. Wie gesagt, hier von Monopreis. Ich will schauen, wie großzügig die jetzt sind und das schicke ich jetzt zurück, das Paar. Und werde dann hoffentlich das Ganze getauscht bekommen. Jedenfalls sieht man dann hier, also hat man viel, viel Klangkörper. Hier passiert ganz, ganz viel in diesem Klangkörper und das kommt dann auch noch direkt ans Ohr heran. Das ist natürlich eine ganz witzige Geschichte. Das erzeugt gute Klänge, wenn man aber nochmal guckt, was hier die IE 800 eigentlich leisten können. Und das, was diese Monolith hier wollen, da bin ich ja der Auffassung, auch mit dem Gewicht, da muss ich immer wieder sagen, ist Sennheiser technisch absolut versiert und überragend. Also in diesem Sinne, ich will da gar nichts dem hinzufügen. Ich denke, man hat alles, was man so braucht, wenn man sich sowas kauft. Eine Tasche, eine vernünftige, einen guten Satz an Steckern für die Ohren, was zum Reinigen, vernünftige Gebrauchsanweisung und ja, mehr, glaube ich, ist dann auch nicht vonnöten. Ja, wenn irgendwas sein sollte, wenn ihr Fragen habt, so gut ich kann, werde ich eure Fragen beantworten. Aber vorher, ja, dann alles Gute erst einmal und dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Dann meine ich sogar mit dem Ohrhörerpaar Shure SE 535. Also insofern, bis dann. Tschüss.